Fliegt der Kondor in Chile nach Süden, kommt er zu einem Gebirge, das man Torres del Paine nennt. Zu Fuß wollen wir diesen Landstrich entdecken. Der Weg wird uns zu den Türmen führen, die dem Fels den Namen gaben. Zu exotischen Tieren und atemberaubenden Ausblicken. Die Kraft des Wassers, des Windes und des ewigen Eises werden wir mit all unseren Sinnen erfahren. Dort, wo die Welt zu Ende ist, in Patagonien. Mit dem Schiff fahren wir in den Nationalpark Torres del Paine, um dort zu wandern. Es ist kühl an Deck. Da kann etwas zum Aufwärmen nicht schaden. Einen Kaffee auf die Reise. Der chilenische Guide Rafael Pantoja wird Lothar Zimmermann, den Regisseur des Films, begleiten. Sie fängt den Ton ein. Ingalena Klute hat den Windschutz am Mikrofon angebracht, um für jedes Wetter gewappnet zu sein. Hubert Ersinger, der Kameramann, hat an Bord außer mit dem Wind auch mit der Bewegung des Bootes zu kämpfen. In Patagonien muss man auf alles vorbereitet sein. Jede Minute kann das Wetter umschlagen. Zwischen diesen Felsen suchten die Seefahrer einst einen Eingang in die Magellanstraße und nannten diesen Fjord Seno Ultima Esperanza. Den Fjord der letzten Hoffnung.